Ja. Cool. Ja. Guti. Ja, das. Ja, ich werde das so machen. Na gut, die. Jo. Du, ja, du auch. Ja, richtig schöne Grüße aus, gell? Jo. Mach's gut. Bitte. Ich glaube, der Beleidigung ist gerade passiv. Nein, das war gerade bayerisch für Auf Wiedersehen, meinte ich. Willst du nicht dein Aufnahmeding jetzt anmachen? Du Abgewusst, Wichser. ja. Ja, dafür ist jetzt schon so spät. Ja, die ganze Zeit hier. Ich glaube, der hört uns. You don't So ungefähr. Ja, ich habe jetzt leider nicht schnell genug reagiert, um jetzt Kandas ja hier Dingens aufzunehmen. Und Vierti ist keine Beleidigung. Wenn würde ich sagen, Hauentaucher, Schneebrunzer, Vierti, Kreisiger, das ist Hundsgrippe. ich glaube, bayerisch für Auf Wiedersehen normalerweise, wenn ich es richtig, oder? Ja. Ja, siehst du? Ja, Ha! Vierti ist auf Wiedersehen. Und Servus ist auch auf Wiedersehen. Aber auch Hallo. Es kommt auf die Betonung an. Wenn du in einen Raum gehst, sagst du Servus. Und wenn du rausgehst, sagst du Servus. Ja. Idealer! Servus. Soll das jetzt lustig gewesen sein, oder was? Nein, daran erinnert es mich aber gerade. Ja, aber das kenne ich eigentlich mit Servus. Das wird auch häufig in Österreich immer gesagt. Servus. Wo ich auch immer so denke, ja, Servus. Oder die sagen auch manchmal Sarin. Oder Christi geht auch noch. Ja, grüß dich. Christi Norbert. Ja, wo dann, wo ich immer irgendwie verstehe, ich so, weil grüß dich. Wer ist Grizzly? Wer Grizzly? Alter. Was den Panik erstmal ausgelöst. Grizzly! Ah! Grizzly? Das war jetzt aber eine Kuh. Ja, es klang gerade wie so eine paarungsbedürftige Kuh. Da müsste das aber so gehen. Muh. Na. Ja, ne? Ja, ich hab ja auch noch einen zweiten Kanal mir langsam gemacht, ne? Ich mache ja jetzt Airsoft noch. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt von euch. Airsoft. Ja, die langweilige Variante gegenüber Paintball, glaube ich. Nee, die mehr taktische und bessere Variante gegenüber Kommt darauf Paintball. an, wie man Paintball spielt. Ja, also die meisten spielen Paintball in der Halle und balzen einfach drauf rum. Eben, und das ist eben das Traurige irgendwie. Da bin ich froh, wenn ich mit Kollegen dann immer so ein paar Mal alle paar Monate. Ja, und ich mache das auch, also halt mit den Software, also Airsoft, und habe da schon gescheite Waffen, alles Mögliche. Und ich gehe im August, gehe ich auf die Border War. Das ist das größte Event, was es da gibt, mit Panzern, Hubschraubern und allem drum und dran halt. Das ist auf einem 10 Hektar großen Gebiet, glaube ich. Nee, bei Paintball. Nein, das gibt's nur bei Airsoft. Ja, trotzdem bleibe ich bei Ja, Paintball finde ich jeder geiler. dem seine. Ja, jeder dem das seine. Eben. Wir meinen, der eine da steht auf die PlayStation 4 und Xbox One, der andere auf seinem Schoß, da kann man Ja, nichts der gegen. eine steht auf die Xbox One und hat schon verloren. Genau. Ja, was war in der? Habe ich mir mit den zusammen die Zusammenfassung von dem Bericht angeschaut. Xbox One, TV, 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 and TV, TV, Emotional TV, 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 Ah. TV, 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 die ganze Zeit.
Es gibt irgend so einen YouTuber, einen größeren YouTuber, der sein Nutzername war Xbox Sign Out, also halt, ne? Dass man sich in Ja. einem Spiel, wo man online zockt, halt ausloggt, wenn man das sagt. Und der zockt dann halt immer was ist so Call of Duty Ghost oder sowas auf der Xbox. Und bringt dann halt die Leute zum Ragen und alles, damit die dann irgendwann halt seine Namen laut rausbrüllen und dann die Xbox halt natürlich erstmal so, wollen sie dich wirklich ausloggen? Ja, ich finde es halt auch schade, die Leute, die einfach nicht realisieren, dass PlayStation einfach besser ist. Ja, aber die Xbox, die hat, was Launch-Titel angeht, die Nase vorn. Ja, aber das ist bei Xbox immer so eine Sache mit den Launch-Titeln. Ja, vor allem die Sprachsteuerung, ey, wie oft habe ich da jetzt schon Let's Player drüber fluchen gehört? Und sie irgendwann sagen so, ja, die Xbox One, die ist jetzt auch gar nicht so gut. Ich meine, wenn jetzt die Xbox One, ja, was? Reißt dann halt sofort die Xbox One aus dem Zusammenhang, zum Beispiel Xbox One aus und die. Nach dem Motto. So wie bei Mann, wie hieß denn der Film? Born to be Wild, saumäßig unterwegs. Suche alternativen Text. Suche alternativen Sex. Oh. Gottchen, hey. Oder was ich auch mitgekriegt habe, ich gucke immer so einen Livestream von einem Livestream, von so einem halt. Ach was. Nee, Ein so. Livestream von einem Livestream. Halt so eine Art Let's Player, wo halt allerdings nur Livestreams macht, also nicht aufnimmt und so was und auf YouTube hochlädt. Sondern wirklich nur Ich halt. stelle mir jetzt gerade vor, wie man einen Livestream von einem Livestream schaut. Ja, du guckst den Livestream und streamst es dabei selber. Oh. Ja, ne? Und bei dem war das so, die Xbox One sieht ja unten genauso aus wie oben. Also wenn sie falsch rumsteht hast und sowas. Und hat halt dementsprechend die Disk falsch rum reingemacht. Kurze Geschichte erzählt. Wie er gemerkt hat, dass er falsch rum drin war, die Disk ist nicht mehr rausgekommen, weil die Xbox One die Disk nicht erkannt hat. Ergo, er musste die Xbox One wegschicken. Weil er die Disk falsch drin hat. Erstmal zur Reparatur schicken. Wie bescheuert ist denn das? Alter. Ja, Xbox halt. Was soll man da noch sagen? Geil wäre, wo ich jetzt Microsoft noch so Respekt zollen müsste oder sagen müsste, das ist geil, wenn er zum Beispiel sagt so, Xbox Start und die Xbox dann so, nö. Jetzt nicht. Ich habe gerade eben erst geraucht. Ich habe jetzt keinen Bock. Oder nee, ich will jetzt erstmal rauchen. Oder die Yellow. Xbox hat ihre Tage. Statt Red Ring of Death, so Red Smoke of Death. Oh. Red Red Ring Smoke of of Death, Meth, genau. Periode of Death gibt es dann bei. Hat keinen Bock. Oh, da hat wohl jemand seine Tage. Ich will jetzt nicht spielen, ich bin viel zu fett. Womit Ich bewiesen bin so wird, unförmig. die Xbox ist halt so weiblich. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, richtig. Naja, man Die merkt aber PlayStation schon, dass 4 die PlayStation steht. 4 auch viel gefragter ist und die bei mir Ja. im Umkreis von 40 Kilometer komplett ausverkauft ist. Also bei der PlayStation 4, da ist es quasi so, die ist, wie soll man sagen, die steht dann da mit Gatling in der Hand, muskelbepackt, vielleicht sieht ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger, nur nicht ganz so blöd und Und mit richtig einer krass besseren drauf. Aussprache, bitte. Kommt, ja, kommt rein ins Zimmer, wo die Xbox drin ist, kommt rein. Boom! Jetzt ist Zeit, dass die weinerliche Xbox verschwindet. Ich bin da. Get to the chopper! Es gibt ja bei Steam so ein Game, Primal Carnage heißt das. Da gibt es so einen Spielmodus, der heißt Get to the Chopper. Hey, ich muss jetzt mal kurz auflegen. Ich muss jetzt hier noch kurz was sauber machen. Ich habe hier mein Zimmer gerade eben ein bisschen verunstaltet.
Und Sauber machen. und ich rufe dann in einer Viertelstunde, einer halben Stunde nochmal an, wenn ihr dann noch da seid, ne? Aber wenn wir noch Bock haben, Bestimmt. mit dir zu labern. Ja, auch wenn ihr noch Bock habt, ihr fahren Säcke um 12 Uhr nachmittags her. Gleich einzeln. Ja. Ja, also, bis dann, hau Bis dann, rein. tschö. Tschüss. Er hat aufgelegt? Ich weiß es nicht. Doch, er hat aufgelegt. Sehr gut, ich hab's doch Meine Fresse, aufgenommen. endlich ist er weg. Ich hab's nicht doch aufgenommen. Aha. Okay.